Hallo, ich bin Anne Vormum, ich bin Tierärztin in der Tierarztpraxis am Wildrosengehölz in Berlin-Mahlsdorf. Ich bin dort seit 2020. Wir haben derzeit 6 Tierärzte bei uns. Wir haben 5 fertig ausgebildete tiermedizinische Fachangestellte, 4 Azubis und auch 2 studentische Hilfskräfte und eine Kraft an der Rezeption. Also vor knapp einem Jahr habe ich die Leitung der Praxis übernommen und muss sagen, dass ich mich persönlich sehr gut betreut fühle durch Tierarzt Plus Partner. Ich werde viel gecoacht, was natürlich so die Teamführung angeht, die Personalführung. Wir haben Seminare des Öfteren, wo man sich natürlich auch mit anderen Tierärzten und Praxisleitern austauschen kann, was ich als sehr positiv empfinde. Ja, fühle mich rundum glücklich, gut betreut. Ich finde immer ein offenes Ohr bei allen Problemen, die ich habe im Alltag, in der Praxis, mit Technik, mit Website, eigentlich mit allem, und kann mich so eigentlich wunderbar auf die Praxisführung konzentrieren, kann selber praktisch tätig sein. Ich kann mich fortbilden, ich habe viel Zeit, um mich auch fortzubilden, und werde da auch auf jeden Fall unterstützt, und auch meine Mitarbeiter haben eben die Möglichkeit, sich fortzubilden. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht bereut, meine Selbstständigkeit mit Tierarzt Plus Partner zu starten, weil ich mich in jeder Hinsicht als selbstständig empfinde, weil ich eigentlich alle Entscheidungen selber treffen kann, die Personal angeht, die auch neue Geräte oder sonst irgendwas betrifft. Natürlich muss ich die absprechen und auch eine Rückkopplung bekommen. Ist das möglich? Ist es nicht möglich? Funktioniert das so? Aber ich bin für mein Empfinden sehr, sehr selbstständig, ohne die Sorgen dahinter, dass vielleicht irgendwas nicht läuft, dass ich am Anfang sehr viel investieren muss. Lohnt sich die Investition? Kann ich meine Raten bezahlen? Und so weiter und so weiter. Das habe ich alles nicht. Dadurch bin ich persönlich sehr viel freier für andere Fragen, für die Probleme auch meiner Mitarbeiter, und empfinde das schon so als meine Passion unterdessen, mein Team gut zu führen und mit denen viel Erfolg zu haben. Wir haben viel Erfolg, wir wachsen. Ich habe, wie gesagt, das Feedback von meinem Team, dass alles gut funktioniert und sich tatsächlich auch alle wohlfühlen. Und das ist momentan eigentlich das Schönste für mich. Und ich kann natürlich auch noch das sein, was ich auch mal gelernt habe, nämlich Tierarzt und nicht Webdesigner und Buchhalter und was es nicht sonst so alles für Aufgaben gibt. Dafür habe ich Tierarzt Plus Partner. Und da werde ich beraten, wenn ich Fragen habe, wenn ich Nöte habe. Mir werden Zahlen erklärt, dargelegt, sodass ich sie auch verstehen kann, dass ich sie umsetzen kann, dass ich sie verarbeiten kann und eben auch an mein Team spiegeln kann, um bestimmte Probleme einfach besser darlegen zu können oder zu erklären. Ich kann immer irgendjemanden anrufen, es ist immer jemand erreichbar, und wenn derjenige vielleicht nicht gerade der richtige Ansprechpartner für dieses Thema ist, habe ich aber spätestens am nächsten Tag die Rückkopplung von dem, der davon Ahnung hat. Und es gibt wirklich für jedes Problem jemanden, der darauf spezialisiert ist und mir weiterhelfen kann. Ja, im letzten Jahr habe ich öfter tatsächlich mit anderen Kollegen, die darüber nachdenken, ins Netzwerk zu kommen, telefoniert. Und da ist mir eine Frage eigentlich immer untergekommen, und die ist mir auch immer durch den Kopf gegangen, bevor ich mich dafür entschieden habe. Und da war eigentlich immer die Frage: Wo ist denn eigentlich der Haken dabei? Und kann wirklich aus vollem Herzen sagen, bisher ein Jahr dabei, kein Haken gefunden. Mir hat es sehr geholfen. Bevor ich mit Tierarzt Plus Partner angefangen habe, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich noch Tierarzt sein möchte, weil einfach so viel dranhing, von dem ich einfach keine Ahnung habe und mit dem ich mich überfordert gefühlt habe und natürlich auch viel alleingelassen gefühlt habe. Und mit Tierarzt Plus Partner habe ich das nicht mehr. Ich habe Rückenwind, ich kriege alles irgendwie in den Griff. Und bei allem, was ich nicht alleine schaffe, habe ich Hilfe. Und das erhöht meine Selbstzufriedenheit. Ich habe einen geordneten Alltag. Ich habe auch mal Feierabend, so richtig Feierabend. Und ich kann auch richtig in den Urlaub fahren und muss nicht immer noch am Telefon hängen und irgendwas mich um irgendwas kümmern. Ich weiß einfach, wenn was ist, die werden schon alle klarkommen. Und wenn was ganz Schlimmes ist, melden sie sich. Aber es ist einfach ein beruhigendes Gefühl, und ich brauche mir keine Sorgen machen. Und ich bin einfach glücklich, wieder Tierarzt zu sein.